Josef Baumgartner, der Experte des WIFO, der Inflationsexperte des WIFO, der geht davon aus, dass die Inflation auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Die Gründe dafür sind vielfältig aus Sicht des Experten. Er sagt, vor allem die steigenden Energiepreise würden damit zu tun haben, dass die Inflation weiter anhalten wird, auch in den kommenden Jahren. Aber Prognosen wie momentan bei 8 oder 9% wird es in den kommenden Jahren nicht mehr geben. Der Experte, der rät jedenfalls dazu, dass man hier auf erneuerbare Energieträger umstellen solle, also weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern. Das könnte hier sehr viel helfen. Auch die Politik wäre hier gefordert, müsste hier dementsprechende Maßnahmen auch ergreifen. Die Sanktionen gegen Russland, die hier von manchen auch kritisiert wird, die sieht der Experte nicht als wesentlichen Indikator für die steigende Inflation. Er sagt, die Sanktionen gegen Russland würden sich hier, auch wenn sie beendet werden sollten, nicht auf die Inflation dementsprechend auswirken.